Okay. Aber gerade so. Ah, geh weg. Geh weg. Blödes Mistvieh. Oh Mann. Komm, komm. Oh, das tut morgen weh. Wow, 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 wow. Alter. Mist. Oh. Alter. Das gibt's doch nicht. Geh weg da jetzt. Ja. Das war knapp. Oh. Das wird knapper. Okay, mein Schatz, wir sind in Sicherheit. Raus, raus hier sofort. Oh, Mist, 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 Mist. Ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin. Wow. Jess, nimm meine Hand. Komm, komm, komm. Oh, Mist, Mist, Mist. Helfen Sie uns. Oh. Boah, aber grad so. In Ordnung, Schatz. Ich hab dich. Was guckst du? Beeil dich! Ich hab dich. Oh, Gott sei Dank, das Rettungsteam. Wow. Ha. Danke schön. Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Süß. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Hererasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Ach nee, ne? Decaf! Es gibt immer ein Problem. Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Waren also doch keine Raptoren. Nicht weggehen. Ich denk nicht mal dran. Hm. HU-121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Ja, die kennt den irgendwoher. Mann, neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe. Ein Ex-Militär, hä? Hm? Denk nicht mal dran. Dennis. Und sie klemmt. Dann hat er eine Ladehemmung gehabt. Das war vielleicht weniger gut. Ah, ich sehe was, was du nicht siehst. Erdbeermarmelade. Und ein Helm. Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kevs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie. Die Kev wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall. Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Hm. Oh, Billy! Oh. Hörst du das? Wir haben die Bravo schon verloren und... Billy! Da kommt was Großes. Hey, wir hauen nicht ohne die Kette ab. Ich lass nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem.
Ja, ein großes. Und es torkelt auf uns zu. Und es ist wahrscheinlich pisst. Sofort. Oscar, ich hab keinen Saft. Bin dran. Okay. Nimm die. Und? Hast Saft? Versuch's jetzt! Die Batterie reagiert nicht! Nimm eine andere! Hast du das gesehen, Oscar? Das gefällt mir überhaupt nicht! Mach schneller! Raus damit! Okay, mir der war's nicht. Dann nehmen wir doch die. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar jetzt! Ich weiß, ich arbeite dran! Los. Probier's. Versuch's jetzt! Ja! Wir haben wieder Monster. Ja, ein T-Rex. Ja, Mai, Servus. Und los geht's. Abheben. Oh. Hoppla. Versuch's. Wow. Ah, und jetzt? Pisser. Alter Laden. Du bist eine gesickte Diebin. Kriegst du auch Handzellen auf? Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und ihr Assistent. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine stehen für Leute, die an seiner Seite gestorben sind. Die Sedden stehen für Leute, die seinetwegen gestorben sind. Wo willst du Decaf unterbringen? Ist ja kaum noch Platz. Sag das nochmal! Oh. Hey, kommt schon. Es war ein langer Tag und wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute. Ich habe keine Angst vor euch. Ich? Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Aber Oscar. Hören Sie, lassen Sie es sein. Oscar wird. Das eine Mal in Bogota, da waren ihm diese Typen, die ihn gehänselt haben, im Weg. Und dann waren sie es nicht mehr, verstehen Sie? Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Umgeben von Killern? Oh, das klingt irgendwie nett. Hey, du bist umgeben von Killern! Yeah! Hast du mehr Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind? Das ist ihr Leben. Sie verletzen andere und reißen dann Witze darüber. Was? Hey, ich mache nie Witze über meinen Job. Außerdem ist Oscar der Lustige von uns beiden. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu schauen. Falsch. Ich schaue mir gerne ins Gesicht. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komisch, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief in... Das reicht jetzt! Oh, Junge! Wow. Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Ich lass mir vielleicht einen Schmetterling auf den Knöchel tätowieren. Die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zettel ein. Versuch's doch! Was denn? Hey! Sollst du dann noch aufgeben? Es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber okay. Regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Haha. Oh. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das war. Dr. Harding,
Ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Ja, super. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar Komplikationen. Ja. Wer sind Sie? Ihr persönliches Rettungsteam. Zu Ihren Diensten, Ma'am. Ich bin Billy Yoda und das... Also, um das gleich klarzustellen. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Das ist keine gute Idee, Ma'am. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an Ingenpapierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Wir hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Hören Sie, wir haben dafür keine Zeit. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber, oder ich schlag Sie persönlich K.O., fessel Sie und werf Sie rein. Wenn Sie mich anfassen, werde ich Ihren Arsch durch so viele Gerichte schleifen, dass Sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Oh. Ja. Wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager. Okay. Du hast die Dame gehört? Hey, kann ich helfen? Ja. Klar, warum nicht? Oh je, sei bloß nicht zu enthusiastisch. Ah, hast ja recht. Ist eine ziemlich tolle Sache. Ich sollte eine Kistenschleppparty schmeißen. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Das ist mein Job. Das und anderer Leute Kram zu schleppen. Ich könnte ein paar Bonuspunkte in meiner Personalakte brauchen. War ein hartes Jahr. Ja, oder? Ich wurde fast fürs Blaumachen vom Unterricht ausgeschlossen. Mom hätte mich umgebracht. Tja, wir haben alle unsere Probleme. Ja, so sieht's aus. Okay. Ist das dein Ernst? Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also, warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir. Wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Ja. Okay. Was zur Hölle? Wie alt bist du, Mädchen? Also, wer hat Lust, die Kisten zum Hubschrauber zu schleppen? Ich auch nicht. Gut. Riecht wie ein Fass voll nassem Hundehaar. Aber echt, keine Ahnung, warum die Saurier das Zeug fressen. Ich heb die Dinger nicht hoch. Die wiegen doch bestimmt Tonnen. Ich dachte, wir sollten hier nur Aktenkartons herumtragen. Ja. Okay. ja. Wenn ihr hier lieber Pause machen wollt, dann reden wir noch ein bisschen was. Willst du vielleicht auch mal was machen? Oder bist du jetzt in der Gewerkschaft? Was denkt sich Sorkin eigentlich? Wie zum Teufel sollen wir das alles in den Heli kriegen? Ja, okay. Keine Ahnung. Aber mach's lieber, wenn du dich mit ihr gut stellen willst. Ah, okay. Tja, danke. Du warst eine Riesenhilfe. Okay. Wartet hier. Ich red mal mit Sorkin. Was soll ich machen? Du willst helfen? Dann wühl dich mal durch diese Kisten und schau, ob du was Interessantes über Dr. Sorkin findest. Cool. Gut. Was hat sich Hammond bloß dabei gedacht? Er hat die Warnungen seiner eigenen Wissenschaftler in den Wind geschlagen und lieber auf Marketingleute, Teilhaber und sonst wen gehört. Die Katastrophe war doch unausweichlich. Ich weiß, dass sie wütend sind und verängstigt und wahrscheinlich auch erschöpft. Warum machen sie das alles mit?
Wissen Sie, Doc, beim Besucherzentrum habe ich solche Bisswunden bei einem meiner Männer gesehen. Ja. Mr. Billy für Sie. Mr. Yoda, würden Sie sich bitte wie abgemacht um die Ingen-Akten kümmern?